Ich bin Sabine Kunst, die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. In meinem Berufsleben habe ich ganz verschiedene Dinge gemacht und mich auch inhaltlich mit Nachhaltigkeit im Bereich von Wasserressourcenmanagement befasst. Als Ministerin bin ich zuständig für alle Hochschulen des Landes. Wir haben gerade im Rahmen der Wissenschaftspolitik Brandenburgs eine Hochschulentwicklungsplanung, also eine nachhaltige Hochschulentwicklungsplanung bis 2025 gemacht, in der verabredet ist, welcher groben Marschrichtung die Hochschulen folgen. Und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde ist dabei eine kleine, feine Hochschule, die eng verbunden ist mit einer nachhaltigen Profilentwicklung hier in der Mitte Brandenburgs, spezialisiert auf Fragen eben der Nachhaltigkeit im Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Der Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung für die Zukunft ist, auch nachhaltig junge Menschen zu gewinnen, die das von der Pike auf lernen, die Transdisziplinarität und Verbindung zwischen verschiedenen Bereichen erlernen, erproben und auch so weit in sich aufnehmen, dass sie es für die Zukunft weitertragen.